Freunde, guten Morgen. Wir steigen jetzt in den Flieger, Freunde. Und das erste Mal nach 3,5 Monaten werde ich mir heute mindestens einen Döner gönnen. Viel Spaß mit dem Video. Ich bin schon startklar mit Maske. Bye, Maki. Shokran. Wir sind am Gate. Ich habe mir gerade das teuerste Red Bull der Welt gekauft für über 5 Euro. Absolute Frechheit. Und jetzt geht's gleich in den Flieger und dann geht's endlich zum Döneressen. Ich halte es nicht mehr aus. Ladies and gentlemen, may I have your attention please as we go through the following safety instructions. Place the mask over your nose and mouth. Girls trip! Please keep the mask. Here is the emergency exit. Landung wird, glaube ich, ein bisschen holprig werden, Freunde. Winter. Ich habe es nicht vermisst. Es ist kalt, es schneit. Und trotzdem werden wir uns jetzt Münchens Nummer 1 holen. Wenn es noch Münchens Nummer 1 ist. Ich muss euch ehrlich sagen, nach 3,5 Monaten freue ich mich mal wirklich wieder auf einen Döner. Viel Shawarma gegessen, viele Grillspezialitäten, weil Ägypten das einfach gut kann. Aber auf einen Döner freue ich mich jetzt. Freust du dich eigentlich auf Döner? Geht, ich bin Team Shawarma. Team Shawarma. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr Team Shawarma oder Team Döner seid. Shawarma oder Shawarma? Shawarma. So, Freunde, es geht los. Wir gehen rein. Salam Aleikum. Wie geht's? Alles super. Oh mein Gott, Freunde, schaut mal hier. Es gibt Oreo Baklava. Das erste Mal, dass ich das erwische. Ja, Freunde, auf jeden Fall gibt es hier eine riesige Auswahl an Döner-Teller, Döner-Pizza, Dödel, Falafel. Ihr kennt den Laden. Für alle Leute, die sich wirklich interessieren, was hier hinter den Kulissen so passiert, schaut euch mein altes Video an. Der beste Döner Münchens. Und bis jetzt bleibe ich bei der Meinung, dass das hier der beste Döner ist. Insgesamt 3 mit Fleisch. Ja. Hast du den ohne Tomate hast du draufgeschrieben? Alles geschrieben. Ohne Tomate, Falafel, beide alles. Perfekt. Ciao. Ciao. So, Freunde, wir haben Döner. Ich kann es hier wieder mal sagen. Django's, Service gut, Essen gut, Qualität. Wir essen im Auto. Der beste Döner Münchens, Freunde. Macht mich gespannt. Die Größe, ich könnte mich bei jeder Dönergröße beschweren, weil der Döner für mich kann nie zu groß sein. Der ist jetzt sehr klein. Oh mein Gott, ich habe es echt vermisst, schon mal Zwiebeln. Bisschen scharfes Pulver. Sieht man das gut? Mhm. Das ist der Biss, auf den ich 3,5 Monate gewartet habe. Wirklich überragender Biss. Scharf, süß, sauer, alle Geschmäcker. Zwiebeln, alles schön frisch wieder. Einfach Django's gut. Guter Döner, immer verlässlich. Wow. Da soll mal einer sagen, dieser Döner sieht nicht gut aus. Ja, Freunde, das war's eigentlich auch schon mit dem ganzen Video. Komm jetzt erstmal an. Freut dich noch auf weitere Videos aus München, aus Deutschland, aus Umgebung.
Wir werden auch wieder eine kleine Reise starten. Ihr könnt gerne unten in die Kommentare schreiben, mit wem und wohin ihr denkt, dass es gehen wird. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Oreo-Baklava haben wir nicht probiert. Ich muss ehrlich sagen, das sind eine der schönsten Baklava, die ich je gesehen habe. Diese Kokosraspeln obendrauf. Sieht aus wie Hackfleisch drin, bisschen, ich bin ehrlich. Ich habe die noch nie probiert. Immer wenn ich dort war, gab es sie nicht oder waren sie schon ausverkauft. Wow. Ja, die Kokosraspeln oben. Mit dem Oreo-Teig, den zerbröselt er ja so, packt den rein. Ich würde persönlich das Oreo-Baklava dem normalen Baklava auf keinen Fall vorziehen, aber es ist eine geile Version. Und es ist so New School und Old School zusammengebracht. Kuss geht raus.